Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Rise of Kingdoms. Oh, habe ich dafür die Nachrichten? Musik anmachen. Und Vollbild. Ein paar Sekunden warten. Muss mal wieder sein. So ein bisschen was runterladen. Okay, da sind wir. Meine Stadt. Steine noch. Das war's. Ich habe gestern auch die eine Quest fertig gemacht. Also ich habe nur noch Leute produziert gestern. Noch was? Okay. Genau, wir fangen gleich mit der Kampagne an. Aber kurz vorher. Oh, 6. Nice. Jetzt ein Held. Ach, Mensch. Kein Held in der Truhe. Ja, okay, ich habe ja 400.000. Ich habe wieder Schlüssel bekommen. VIP. Doch keine Schlüssel, so Mist. Was kann ich mit den Statuen machen? Keine Ahnung, muss ich mal durchlesen. Keine Lust zum Lesen jetzt. Vielleicht Eier. Ja.
So, dann muss ich alles einmal kurz herstellen. Belagerung, ausbilden, Bogenschützen ausbilden, Ställe ausbilden und Krieger ausbilden. Ich werde mal kurz die Okay. Jo. Schon die erste Truhe offen. Doch nice. Das machen wir gerade, das machen wir gerade. Besiege Barbaren. Hey there, wanna play a game? A new adventure. Genau. Ihr werdet den Rhein nicht überqueren. Ich genau kämpfe das für mein Volk. Da kommen wir gleich hin. Da kommen wir gleich.
Besiege drei Barbarentruppen. Das machen wir auch gleich. Warten, bis alle fertig sind, dann. Ah, okay. Auf die 1 drücken. Ich sehe da immer eine 1, zack, dann möchte ich dahin. Aber ich möchte erst noch die anderen Sachen hier machen. Eine Technologie. Also komm, nimm mal den. Fünf Ressourcen benutzen. Fünf Stück. Warte, erstmal mach die Kiste auf hier und die auch. Was gibt am wenigsten? Der hier, und davon habe ich noch vier. Okay. Den Produktionsschub. Ich habe nur einen. Schon wieder. So alt bin ich noch nicht. Fünf Stück verwenden.
Holzschub habe ich nicht. Spitznamen. Red Dog. Red Buttock. Gut. Und wieder ein Schlüssel. Nein. Da bin ich dran. Ne? Gut. Dann fehlen mir noch überall 10 Rekruten und dann noch über diese 200, meine Güte. Gleich gehen wir rein. Be.
Teutoburger Wald endet deine Kämpfe. Ich kämpfe für mein Volk. Keine Truppen. What? Hier steht nicht, wie viel ich brauche. Mist. Wir beschleunigen mal. Ausbildung beschleunigen, das sind einmal. Beschleunigen. 5 Minuten. Okay. Was sagt das für Forschung? Warte mal. Da. War hier was mit einer Forschung? Ach, egal. Nimm mal einfach das nächste. Nimm mal das. Gehen auf die Karte, nimm den Level 1er und Shoot Arrow, Hit Arrow. Ein harter Kampf. It seems our troops are not strong enough to defeat those barbarians. Oh, nicht stark. Gut. Perhaps we should train more troops first before attacking those barbarians. Ausbilden. Gut.
weitergebaut. Mensch. Welcome to the home of our hard-working build. You can easily check and manage the building queue here. So, weichen jetzt meine Leute. Oh, der Level 1, da ist der. Hey there, wanna play a game? Harter Kampf. Also, ich sag. Ich denke, er wird eins sagen. Dann nochmal eine Packung, Leute. Beschleunigen. 1, 2. Beschleunigen. 1. Beschleunigen. 1. Und beschleunigen. 1, 2. Nur noch Pferde und Belagerungseinheiten. Gut. Ich habe immer noch keinen Holzschub. Oh, was ist da? Shoot arrow, hit arrow. Ja. A new adventure. Ein Sieg, jawohl. Ich habe alles fertig. Nice. Ich spiele gerade mal eine halbe Stunde. Also in einer halben Stunde schafft man die Dailies fertig. Mit ein paar Verschnellungsbuffs benutzen halt. Ne? Oder Beschleunigungsbuffs. Jawohl. Endlich ein Held.
Jetzt gehen wir in eine Kampagne rein. Erster Kampf. Was ist da? Da leuchtet es rot. Achso, das ist ein Shop. Nee, brauche ich nicht. Ήασα την Εχιδνίδα τη Λιχθήνε Πέριξ του Τραχύλουμι και την Ήκουσα Κράζουσαν. Το κάλος εστί των πολλών όπλων μου. Ich nehme aber ihn. Sieg in der Tasche. Ich kämpfe für mein Volk. Drei Sterne. Ich kämpfe für mein Volk. 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 Oben rechts in der Ecke läuft die Zeit. Ich bin in der dritten Mission von 80. Geschafft. Gut. Kopf um Kopf, okay. Das scheint jetzt ein bisschen schwieriger zu werden. Ich kämpfe für mein Volk. Ich kämpfe für mein Volk. Dann setze ich den gleich da an. Ich kämpfe für mein Volk. Und, will ich gesehen? Jawohl.
Ich kämpfe für mein Volk. Perfekt. Ich kämpfe für mein Volk. Die letzten Sekunden laufen. Ja, 40. Jawohl. Nur 2 Sterne. Nein, warum? Auf jeden Fall sind so die Kampagnen aufgebaut. Die Expeditionskampagnen. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's so fürs Erste heute. Und nochmal eine Truhe. Vielleicht kommt ja noch ein Held raus. Ne, natürlich nicht. Wäre auch komisch, zweimal so nah beieinander hin, dann ein Held. Nee. Gibt es bestimmt auch, aber nicht bei mir. Ach genau, ich wollte Cleopatra noch mal kurz. Oh, wie heißt die? Cleopatra. Die wird schon mal aufleveln, auch wenn die so viel redet. Da. Und sie wird Unterstützerin. Die ist super für Sammeln. Komm, die geht auf Sammeln. Kann ich sie wieder zurücknehmen? What the fuck? Lass ich den einen hier weiter. Sind alle Level 6 Bogenschütze. Schön. Ach, immer noch kein Holz.
Aber wenn ich jetzt die hier noch alle fertig machen würde, die hier, dann wird mir das sowieso nichts bringen. Weil die letzte Truhe ist schon offen. Dann werde ich die nochmal überall zum Ausbilden schicken. Das werde ich beim nächsten Mal wieder anmache. Kann ich sie gleich abholen. Und auch beim nächsten Mal nicht ganz so viel. Gut, das war jetzt wirklich alles. Taverne baut noch 6 Minuten. Gut, bestätigen. Dann werde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn man beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.